Meine Direktzeitgerste im Januar, hier mein Paradestück. Ich bin mit dem Bestand zufrieden und das Sudangas scheint von dem Frost gut zurückgefroren zu sein. Auf dieser Fläche, wir erinnern uns, ging nach der Aussaat der Gerste diese im Altraps quasi unter. Heute ist vom Raps nicht mehr viel zu sehen. Man findet nur noch die Strünke und die Wurzelreste. Allerdings ist da, wo der Raps sehr üppig war, auch die Mäuse kräftig gewesen. Und so haben wir viele Mäusenester. Alles in allem bin ich jetzt aber doch mit der Bestandesentwicklung zufrieden. Dies ist die Fläche, auf der ich mit dem Herbizid die Gerste so entsetzlich stark zurückgebrannt habe. Heute sieht man, dass ein flächendeckender Gerstenbestand da drauf steht, der in der Entwicklung allerdings noch ein Stück allen anderen Gersten hinterherhängt. Im Großen und Ganzen kann ich mit dem Gerstenbestand, so wie er sich jetzt präsentiert, leben. Lediglich in der Senke haben die Schnecken zugeschlagen und an einigen Stellen der Gerste den Garaus gemacht.